Servus zusammen und schöne Grüße aus der bayerischen Landeshauptstadt. Wir haben den 21. September. Es ist 17.20 Uhr. Ich bin ein bisschen früher als der Schluss, aber ich gehe heute Abend wieder weg. Deswegen mache ich den Film ein bisschen früher. Ich glaube, es ist auch egal, ob wir jetzt 30 Punkte drüber oder drunter schließen. Der DAX rechnet gerade oder klickert bei 12.751. Erstaunlich, erstaunlich. Das muss ich schon sagen. Vor euch liegt der Tageschart. An der großen Lage hat sich nicht viel geändert. Wir haben nach wie vor diesen absteigenden Trend. Wir haben hier die Unterstützung bei 12.380. Und ja, heute Morgen sah es dann teilweise so aus. 12.516 war, so wie ich es gesehen habe, das Low. Sah es aus, oh, das war es jetzt erstmal, dass dieser Doppelboden hier gebrochen ist. Tja, und dann steigt der Freund hier munter weiter und tut es auch noch in die Abendstunden rein. Wir haben die FED-Sitzung vor uns. Allgemein erwartet wird, das ist das, was ich aus den Gesprächen mit verschiedenen Bankteilnehmern höre, die 0,75, das dritte Mal in Folge. Wie habe ich es vorhin gelesen, eine schwedische Variante in Form von 1% ist möglich, aber wenig wahrscheinlich. Wenn wir im Gegenzug eine 0,5% nur machen, was ich persönlich nicht glaube, dann gehe ich davon aus, dass sofort wieder das Wort Inflation Peak kommt und dann gehen hier die Märkte erstmal steil. Da rechne ich mit 3, 4, 5%. Tja, aber ich bleibe dabei, ich glaube, es wird erneut und damit die dritte in Folge 0,75%. Die müssen ja da drüben weitermachen. Durch den heutigen Tag ergibt sich hier eins, dadurch, dass wir hier über dem Hoch schließen, über dem Tief schließen von gestern und über dem Tief von vorgestern, dreht jetzt die Stochastik hier leicht hoch. Wir sind noch unter der 20, das ist ja meine magische Marke. Sollten wir, und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, woher der Markt das Vertrauen nimmt, das muss ich ganz klar sagen, sollten wir morgen im oberen Viertel schließen, gibt es hier ein Kaufsignal auf tiefem Niveau. Das ist noch nicht bestätigt über das MACD. Das muss ich mir dann morgen angucken. Wir haben hier, wo ist denn mein Fadenkreuz? Da. Wir haben hier die 20-Tage-Linie im Moment bei 12.934. Und die Marke wird gleich nochmal interessant. Wenn wir da drüber schließen, wäre es positiver, sodass wir durchaus nochmal Zug nehmen können auf 13.300. Aber das muss ich erstmal abwarten. Das hängt viel von heute Abend ab. Ich gehe mal mit euch auf die 4 Stunden, denn da ist was, was man im Tageschart so nicht sieht. Und zwar habe ich diesen Trend hier. Ich ziehe den einfach mal hier runter. Da sind wir gerade dran. 12.934 hatte ich eben gesagt, das ist die 20-Tageslinie. Und das hier ist das Hoch bei 12.940. Das heißt, sollten wir in Verbindung mit dem Tageschart 20-Tage-Linie hier ankratzen oder vielleicht überbieten, werden wir auch sehr sicher dieses kleine Zwischenhoch hier überbieten und dann schaufelt er sich frei. Ja, dann hat er durchaus nochmal Platz. Also ich würde vielleicht nicht gleich sagen 13.500, aber auf jeden Fall nochmal 300, 400 Punkte hat er Platz. Auf 4 Stunden Sicht sieht der Freund also verlockend aus. Wir werden hier stabiler und kriegen Kaufsignal, sowohl über die moderne als auch über die traditionelle Sichtweise. Wir sind positiv über die Stochastik und die nächste Kerze beginnt um 1800. Also da haben wir jetzt noch 37 Minuten Zeit. Wenn der das schafft, hier drüber zu gehen und zu schließen mit dieser oder der nächsten 4 Stunden Kerze, hat er halt nur eben die 20-Tage-Linie bei 12.934 und dieses kleine Hoch vor sich. Das ist nicht viel, aber da müssen wir abwarten. Es gab also ein paar Werte, die sind diese Woche ein bisschen unter die Räder gekommen, zum Beispiel sowas wie E.ON, aber da habe ich gestern in dem Interview auch gesagt, so um die 8 rum halte ich die für kaufenswert, genauso wie eine Lufthansa für unter 6. Da muss man sich darauf einstellen, geht es vielleicht 6, vielleicht 5,75, 5,50, aber sowas sind dann immer wieder Dinger, die man mal nehmen kann für 20, 30, 40 Cent, ja, oder das sind ja teilweise dann 5, 6, 7%. Ganz gut gefallen mir hier die SAP, kam jetzt nicht mehr runter, gestern nicht, heute nicht, ist sogar mit 1,5% besser als der DAX, das gefällt mir ganz gut. Und ich habe folgende Scheine ausgesucht. Den Call mit der Basis 12.158, da muss ich mal so gehen. Da sind wir also unter diesem Low, was wir hier hatten bei der 13.000, bei der 12.380. 12.158 ist hier.
Ich gehe da eigentlich ganz gerne nah dran. Also im Moment, aufgrund der 4-Stunden-Kerzen, finde ich, sieht das zumindest verlockend aus. Ich kann in 2 Stunden hier sitzen und die haben dann wirklich um 1% erhöht, dann ja, habe ich Pech gehabt. Dann habe ich es falsch gesehen. Das ist die GK12EQ. Den Put habe ich die 13.354. Da bin ich also noch hier hinter diesem, das ist der 200, da gleitet durch und da gucke ich nicht so drauf. Das sieht man besser. Moment, ich gehe nochmal hier auf den Tag. Da sieht man das ein bisschen besser, warum ich den genommen habe. Damit liegen wir hinter der 20-Tage-Linie. Hier in dem oberen Bereich. Moment, ich hole die Scheine wieder rein. So, 13.354, da sind wir hier hinter dem oberen Band. Das ist auch ein 21er Hebel, das ist die GZ028 und die M, GZ028M. Ich bleibe klein. Ich sehe keinen Grund, warum ich hier den Held spielen muss. Jeden Tag gibt es andere Nachrichten aus Russland, heute mit der Teilmobilmachung. Also die Ruhe, die haben wir noch nicht und deswegen muss man hier nicht Vollgas hier rein in die Position. Ich bin nach wie vor bei 10%. Ich mache das, was ich eben sagte. Jetzt heute zum Beispiel ist auch die Deutsche Bank, die ist 8,86. Wenn die mal wieder so bei 8,50 ist, dann nehme ich da auch wieder die ersten 10%, 15%, 20% rein. Weil ich bin mir dann schon relativ sicher, dass die auch da mal wieder relativ flott 10% steigen. Ja, und ich gucke im Moment auf die E.ON, ich gucke auf die SAP. Und selbst eine Adidas ist heute nicht mehr nennenswert gefallen. Das muss man ja auch mal lobend anerkennen. Und Lufthansa, sowas schaue ich. Also die Einzelwerte interessieren mich momentan mehr. Warte ich aber ab, bis da eine, tja, bis da mal so eine Delle kommt. Und dann fange ich langsam an. Für den DAX selbst, ich bleibe insgesamt skeptisch. Die Geschichte ist noch nicht vorbei. Aber kurzfristig, basierend auf den 4-Stunden-Kerzen, meine ich, hat er durchaus noch mal Platz. Also auf jeden Fall über die 13.000. So, und damit wünsche ich euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.